Sodomie! Also gab viele, die haben mich dabei unterstützt. Die haben gesagt, mach das ruhig, geh nach deinem Herzen, mach deine Musik. Andere wiederum, die ein bisschen konservativer eingestellt waren, die haben gesagt, bleib auf Zeche, studier Bergbau. Damals konnte man Ingenieur machen oder Technikerschule, dass du Steiger wirst oder so. Weißt du, naja, klar, ich habe dann gesagt, ich kann hier nicht mehr arbeiten. Ich muss mit der Musik arbeiten, ich muss proben, ich muss auf Tour gehen, ich muss mit der Band zusammen sein. Dann ist hier so eine, ist hier die Siedlung. Also hier meine erste eigene Wohnung in dem Haus. 2,5 Zimmer mit Kohleofen und 180 Mark Miete. Meine Frau hat hier gewohnt, auch der Vater war auch Bergmann, hat so diese typischen Zechensiedlungen. Ne? Aber was man jetzt natürlich sieht, ich brauchte nur über die Straße gehen, hier war der Zechen, der Eingangstor und war auf der Arbeit. Ne? Und dann, wo ich dann aufgehört habe, stand ich hier auf dem Balkon. Der ist hier nicht dran. Und hab mich dann morgens um 5 auf den Balkon gestellt und meine Kollegen sind alle zur Arbeit. Ne? Dann haben die alle gerufen, hey Tommy, komm runter und so, mal hoch. Und ich sag, ich muss nicht mehr. Ne? Geht mal, ich kann mich gleich wieder hinlegen. Ne? Das war ein bisschen gemein, aber das musste einfach sein. Ne? Morgens anfahren oder 12 Uhr mittags, 18 Uhr, 24 Uhr. Ich war immer im Wechsel. Und ich war Schlosser unter Tage. Wir mussten natürlich alles einrichten, alles herrichten, für die, damit die Kohle gefördert werden kann. Also alles, was man an Material unten sieht, muss ja jemand da hinbringen und anschließen. Elektrik waren ja auch dabei und so. Aber also war schon dann da, wo die Kohle abgebaut ist, im Streb, da wo es warm ist. Ich sage mal, wo das Herz der Zeche ist oder so, dann ist der Streb, da waren wir immer beschäftigt. Ne? Ich glaube schon, dass wir durch unser Umfeld auch geprägt worden sind, auch in dem, was wir mit der Musik machen. Wir haben ja trotzdem, wir waren ja auch, mein Vater war ja auch, trotz dass er gearbeitet hat viel, konnten wir uns nicht viel leisten. Eine Wohnung, noch niemals ein Auto damals und so. Ne? Und das Umfeld hat uns auf jeden Fall geprägt. Also ich glaube schon, dass jemand, der bei reichen Eltern groß wird und wo die Eltern ihm sogar eine Gitarre kaufen, dass der andere Musik macht. Ich zähle mich immer so als soziale Unterschicht, dann Arbeiterklasse. Ne? Und da ist die Musik natürlich, man hat ja einen gewissen Frust aufgebaut oder so, weil es anderen gut geht, uns geht es immer meist beschissen. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Texten und in der Musik wieder. Dancing in the flame, that's your destiny. Surrounded to gods, unholy heat, the prophesies. The fire is raining from the endless skies. Can you hear the fire and thunder roaring? Die Malochen war schon ziemlich schwer und
Ja, wenn andere sich dann auf die Couch gelegt haben nachmittags, dann muss ich im Proberaum sitzen noch und noch Musik machen. Halt, ne? Ich war mit Sepultura auf Tour. Ist auch eine bekannte Band aus Südamerika. Und wir waren 6 Wochen auf Europa-Tour. Und dann kam ich montags nach Hause. Dienstags habe ich wieder angefangen auf der Zeche. Und dann saß ich hier oben in der Kaue und habe gedacht, das mache ich hier. Das ist eine ganz andere Welt. Ich war ganz auf Tour gewesen mit einer Band und so. Und habe dann, glaube ich, in der Woche oder eine Woche später habe ich einfach aufgehört. Ne? Da habe ich einfach gesagt, komm, das geht nicht mehr. Und ich sag mal, die Obrigkeit von der Zeche, der Werkschef und Personalchef, die haben mich dann auch dahin zitiert und haben dann gesagt, pass auf, entweder machst du Musik oder machst Karriere auf der Zeche halt. Ne? Ja, sicher habe ich das vermisst. Ich hab ja auch viele Freunde gehabt auf der Zeche. Die hat man natürlich dann auch nicht mehr wiedergesehen. Weißt du, dann aus dem Augen, aus dem Sinn. Das fand ich schon schade eigentlich. Ne? Ich habe so dieses ganze Gemeinschaftsgefühl vermisst und auch diesen Geruch, wenn man so in eine Kauer reinkommt und das hat seinen eigenen Geruch gehabt. Ne? Oder wenn nach der Schicht ein paar tausend nackte Bärchleute geduscht haben, hat auch seinen eigenen Geruch entwickelt. Ne? Das habe ich aber nicht vermisst unbedingt. Ne? Aber das erinnert mich immer so alles daran halt. Ne? Das war halt schon eine gewisse Romantik. Man redet ja auch von Bergbauromantik. Ne? Hallo Zeche Karl! Wir hatten ja ein bisschen Angst, dass heute nicht so viele Leute kommen, aber ich bin so froh, dass wenigstens 300-400 Leute hier sind und wir machen eine schöne Party. Ich will eigentlich sagen, scheiß auf Amon Amas oder wie die alle heißen. Aber ich glaube, die richtig echten Metaller sind hier heute Abend. Dankeschön. Mal klar, für mich ist jede Show ist gleich. Ich mache da keine Ausnahme, ob ich jetzt in der Heimat spiele oder in Pusematuckel oder wer weiß wo. Aber es ist schon mal immer was Besonderes. Jetzt in der Zeche Karl zum Beispiel, klar sind viele Freunde von mir da gewesen und jeder kennt jeden. Das ist schon so ein bisschen, es war schon ein bisschen Wehmut dahinter, weil wir in der Zeche Karl zum ersten Mal vor 25 Jahren aufgetreten sind. Und ich kann mich dann genau erinnern, wie es damals auch war. Das war dann wie eine Zeitreise für mich. Ne? Und dann ist es einfach geil, hier zu spielen und hier zu sein einfach, ne? Das ist Heimat. Das kann man einfach so mit einem Wort abhandeln. Ich bin natürlich Buraner, Gelsenkirchen ist ein Zentrum vom Ruhrgebiet und es ist einfach hier sind meine Freunde. Heimat bedeutet ja nicht nur mein Haus oder topografisch gesehen. Heimat bedeutet für mich, da sind meine Freunde, hier fühle ich mich wohl. Hier fühle ich mich geborgen und sicher. Natürlich auch die Mentalität der Menschen, die hier sind, ist dann ganz anders wie jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt nach Heidelberg fährst oder München oder so. Die Leute sind ja wesentlich offener, lockerer, offenherziger. Und hier gehöre ich hin. Und gerade weil ich immer sehr viel unterwegs bin, im Ausland und weltweit natürlich, ich bin immer wieder froh, wenn ich hier wieder zurückkomme. Halt, ne? Und hier fühle ich mich einfach am wohlsten. Und das ist meine Heimat. Ne? Dennis, ihr wisst ja, hier sind zwei Dortmunder im Event, okay? Also, benehmt euch. Der nächste Titel heißt Napalm in the Morning. Damit muss man natürlich rechnen. Das ist zum Leidwesen unseres Gitarristen. Unser Drama sieht das gar nicht so eng. Aber das kann uns auch passieren, wenn wir in Dortmund spielen würden. Also wir haben letztes Mal im Café Nord gespielt mit Onkel Tom in Essen. Da haben die dann auch alle gerufen, BVB, Hurensöhne oder so. Weißt? Ich finde das ein bisschen albern, weißt? Aber andererseits muss man auch damit rechnen und muss dann auch versuchen, dann irgendwie abzuhandeln. Weißt? Ist ja auch lustig, finde ich auch gut. Ne? Ja, Fußball gehört zum Ruhrgebiet auch dazu. Ich meine, Fußball verbindet einfach alle Menschen im Ruhrgebiet. Ne? Das ist wahrscheinlich überall, aber im Ruhrgebiet ist das wahrscheinlich noch heftiger ausgeprägt. Und über Schalke redet jeder. Ja? Das Schalke ist ein Thema, da kann man sich überall mit jedem unterhalten im Ruhrgebiet. Und zumindest jetzt in Gelsenkirchen, in Dortmund wahrscheinlich weniger. Ne? Aber ich bin mit meinem Vater immer früh auf Schalke gewesen und
das war für uns immer ein Event. Und die Menschen, die wirklich, die es auch nicht einfach haben, die auch wenig Geld haben, die gehen trotzdem noch nach Schalke und kaufen sich noch ein Trikot und so. Ne? Das ist für die Menschen sehr, sehr wichtig. Das, ich glaube, Schalke ist mehr wie ein Fußballverein. Schalke gibt ja auch Halt. Und Schalke kann auch Hoffnung geben, ja, wenn sie mal gewinnen oder wenn sie mal vielleicht doch mal Meister werden oder so. Ne? In war and pieces. In war and pieces. In war and pieces. In war. Yeah. Ich bezeichne mich als Legende oder als, ich finde das immer ein bisschen hochgegriffen einfach. Ne? Bloß weil ich das gemacht habe, weil ich gemacht habe. Ne? Also Image, mein Image ist einfach so, so zu sein, wie ich bin, authentisch, bodenständig und so kennen mich die Leute und so mögen die mich auch. Ne? Ich habe ja auch meine Hobbys, ich bin ja auch so leidenschaftlicher Sammler von alten Postkarten, vom Bur und so, solche Heimatgeschichten. Dann bin ich Jäger, ich habe mein eigenes Jagdrevier, ich versuche einmal eine Woche zur Jagd zu gehen, um auch da ein bisschen abzuspannen und so. Das sind dann auch völlig zwei völlige krasse Gegensätze von der Musik machen und wenn ich dann irgendwie bei mir im Revier auf dem Hochsitz bin, wo ich dann nur die Vögel zwitschern höre. In dem Moment kann ich auch ein bisschen abschalten, kann mich dann noch ein bisschen, kann ich ein bisschen runterkommen und so. Bei mir zu Hause läuft ja auch nicht den ganzen Tag diese Musik. Ich will das ja auch nicht hören zu Hause. Ich habe dann Kopfhörer auf, wenn ich mal, wenn wir mal was Neues machen, was ich mir dann anhöre und so. Ansonsten halte ich das schon meine Familie und ganz relativ fern von diesem ganzen Business einfach. Ne? Zu Hause bin ich ein Spießer und bin ich ein ganz normaler Mensch einfach. Ne? Ich koche dann oder ich mache dann oder ich helfe mit dem Haushalt oder ich mähe den Rasen und so was, ganz normal. Ne?